Recht herzlich willkommen zur 241. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir hatten letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal haben wir den Flughafen gebaut und da kamen irgendwie keine Flugzeuge an, haben wir gedacht bisher. Aber ich habe das dann mal recherchiert und habe geguckt und es dauert wohl eine Weile, bis da jemand kommt, aber das ist nicht der Flughafen, oder? Nee. Wo haben wir den jetzt hingebaut? Irgendwo an einer Ecke. Hier? Nee. Hier ist er. Und wie wir sehen, ist da tatsächlich ein Flugzeug mit 4 Passagieren. Ein Nachtflug ist es jetzt. Das blitzt schön und fliegt da auch weg. Oh, doppelgeschossig. Geil, oder? So, das war unser erstes Flugzeug und hier sind 4 Passagiere weggeflogen. Aber mehr auch nicht. Und die kommen halt von alleine und ich habe ja gedacht, da passt irgendwas nicht oder sowas, aber da passt schon was. Aber das, was ich rausgefunden habe, ist das, dass unser Transport sagt, dass hier automatisch eine U-Bahn-Geschichte dran ist, die wir dann da auch vielleicht verbinden sollten. U-Bahn ist das, Röhre ist das, Anschluss ist hier und schöne Kurven gibt's da, ne? So können wir das dann anschließen. Sieht voll doof aus. So, jetzt ist angeschlossen. Haben wir noch eine andere Möglichkeit? Ne, die Linie ist da wirklich gerade nur bis dahin. So, das bedeutet, wir sollten dann aber auch vielleicht hier diese Linie weiterführen. Und zwar brauchen wir das und geben mal hier noch einen auf, ne? Hat gut geklappt, hat nicht funktioniert. Halte zum Verlegen ziehen. Ne, ich will ja nicht nur verlegen. Neue Linie hinzufügen. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Kann ich denn auch... Ich würde ja gerne einfach eine neue Linie hinzufügen. Nicht, nein, ich würde diese gerne bestehende Linie zum Hinzufügen einer Linie ziehen. Ah, hat er jetzt gemacht, alles klar. So, jetzt sollte das passen. Ja, super, jetzt fährt er auch hin und zurück, glaube ich, oder? Ja, stellt sich die Frage, ne? Linien sind die. Die ist es nicht. Die ist es auch nicht. Dann ist es die. Ah, hier eine von ist es. Die ist es, okay. Jetzt muss ich aber noch eine hinzufügen, oder? Also der hält jetzt nicht beim Hin- und Zurückfahren an, oder? Sehe ich das falsch? So, jetzt haben wir 2. Jetzt möchte ich noch gerne... Ah, da war gerade ein Flieger wieder. Der fährt da rein und fährt dann zurück. Und geht's weiter? Hier geht's weiter. Ach so, da ist die U-Bahn-Station, okay. Hält die bei beiden Seiten an? Das ist die Frage. Da sieht es so aus, da sieht es auch so aus. Also geht das. Und fährt bis hierhin. Es gab da keinen Abzweig, ne? Nein. Fährt also von da bis da durch. Und da wird umgestiegen. Passt. Würde ich noch gerne sehen, wo da eine Linie ist. Die ist dann da wohl. Okay. Ah, das ist alles wahrscheinlich gut. Sagen wir es mal so, ne? So, Flugzeuge gibt's hier. Und U-Bahn gibt's hier auch. Die wir irgendwie nicht gerade anklicken können. Ah, ja.
nochmal. Ja, wäre schön, wenn es gehen würde, ne? Ja. Die weg. Ja, das war jetzt Fehler. Das nächste. Wieder ein Fehler. Ich möchte jetzt einfach nur eine U-Bahn anpacken. Und so kann ich sie nicht anpacken. Läuft, oder? Da fliegt ein Flugzeug weg. Passagiere diese Woche 83. Da sind 7 drin, da kommt eins mit 147. Okay, Respekt. Da geht was, oder? So, aber die U-Bahn würde ich jetzt immer noch gerne kontrollieren. Einfach nur wissen, wie ich sie sehen kann. Ja, wie komme ich jetzt in den Untergrundmodus? Kameras sind hier. Schneller, langsamer geht da. Da komme ich auf die Weltkarte. Ja, geht ja dann wahrscheinlich nur über diesen Weg hier mal gerade, oder? Doch. Ja, da sehe ich, was da passiert. 13 Passagiere fahren bis zum Flughafen. Schauen wir mal, wie viele ein- und aussteigen. Da steht noch eine Lok. Oh, und jetzt kann ich nicht mehr anpacken, oder was? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ich möchte jetzt keinen internationalen Flug. Ich möchte die U-Bahn anpacken. Genial, oder? Also es laufen ja schon mal Leute rum. So ist ja nicht, ne? Und jetzt geht's auch, ne? Super, oder? Wenn wir da jetzt drin. Ne? 17 Leute fahren da jetzt mit. So, und diese sind jetzt mit 6 bestückt. Und 19 fahren mit. Okay, macht ja einen ganz guten Eindruck, oder? Kommt da irgendwo ein Flieger rein? Den sieht man gerade keinen, ne? Okay. Ja, wir wollen mal dann weiter gucken. So. Hier haben wir noch ein Feld, was ich gerade sehe. Was wir mal anpacken müssen. Räumung ist beendet. Räumung ist beendet. Und hier müssen wir räumen. Läuft. Hier hinten gibt es ein Abwasserproblem. Verdammt nochmal großes Abwasserproblem. Abwasserstau. Woran liegt's? Irgendwo nicht angeschlossen richtig. Unsere Abwasserkapazitäten sind natürlich ein bisschen schwach. Aber angebunden scheint es zu sein, ne? Ja. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch eine Aufbereitungsanlage irgendwo hinkriegen. Ah, jetzt hat es das eine Haus erwischt. Dem sollte ja nicht so sein, ne? Aber ist halt so, kann ich jetzt auch nicht ändern. Das wollten wir nicht so, ne? Haben wir das so gemacht. Und Heizung ist genug. Ja, super. Ich brauche keine Heizung. Ich wollte Abwasser, Wasser. Jetzt ist es gerade angesprungen. Ich glaube, es ist auch einen Tacken hochgegangen, ne? Aber nicht der Rede wert. Hier war es, aber das ist jetzt glaube ich ausreichend, ne? Kann das sein? Ich
Okay, da hinten ist wieder zu wenig Strom. Das ist auch nicht gut. Dann gucken wir mal, hier sind nur noch einige aus. Haben wir die nicht schon mal angemacht? Ha? Dachte, wir hätten die alle mal angemacht. Obwohl da drinnen, ja, wir haben nicht alle angemacht. Ich glaube, wir haben einige angemacht, aber nicht alle. Lassen wir noch ein paar mehr laufen, dann klappt das schon mit dem Strom, ne? Genauso wie das mit den Fliegern geklappt hat. Wie viel haben wir denn jetzt so? 145.000 Leute. Läuft 10.000 plus. Den noch, dann ist da hinten noch einer. Dann läuft der auch und dann ist hier noch einer. Und dann haben wir sie wieder alle hier am Laufen, oder? Ja, sieht doch gut aus, ne? Okay. Was haben die hier für ein Problem? Müllproblem. Und die brennen da komplett. So, sowas wie eine Feuerwehr. Eigentlich grün leuchten, passiert aber nichts. Ist denn da, da stehen auch jetzt schon die Fahrzeuge sind gekommen. Alles ist gut, werde ich sagen. Was machen unsere Gondeln hier? Keiner drinne. Die hatten wir wahrscheinlich schon. Da ist auch keiner drinne. Also das Werk ist just for fun. So, hier ist noch alles okay. Geht soweit. Nochmal Strom an. Können wir auch noch einen anmachen. Ja, es sind beide, die dann aus sind. Okay. Die sind wahrscheinlich weit genug weg, dass die das nicht stört da, oder? Ah, der ist war schon näher dran. Gibt es auch noch welche, die wir dann noch aktivieren könnten? Ist aber erstmal gut. Strom. Ja, ist jetzt knapp im grünen Bereich. Okay. Hinten haben wir noch was. Kein Platz mehr. Müssen wir leeren. Das wird geleert. Das müssen wir leeren. Und sonst sieht es ja da, da ist auch noch was zu leeren. Läuft. Hier sind die Bodenrichtwerte zu hoch oder was ist da? Ne, Steuern sind zu hoch. Bürogebäude, okay. Wo ist denn hier die Kohle für die... Ne, das Bodenrichtwerte, das ist es nicht. Ne, das war auch gar nicht da, sondern da. Kommen so viele ist es auch nicht. Gerade 13. Und dann können wir mal gerade hier reingucken. Was machen denn so unsere gesamten Dinge? Flughafen kostet 4.000, bringt nichts ein. Naja, okay, das wird nur noch... Ah, da, 30. Toll, oder? 30 ist ja, 850, sieht schon besser aus. Wer macht Plus? Keiner. Läuft so richtig gut, ne? Gesamtprofit minus 14. Keiner macht hier Plus. Überall stehen die Minus. Na, ah, hier ist jetzt mal ein Plus bei der U-Bahn wieder. Also der Nahverkehr ist nicht sehr gut. Das bedeutet, wir müssen da mal ein paar Regeln einführen, oder? Richtlinien. Kostenloser Nahverkehr. Dann bringt's das. Aber das ist teuer.
Obwohl, bei dem bisschen, was wir noch haben, ne, könnte man das auch noch machen. Hohe Ticketpreise. Pädagogische Zeppeline. Könnte ich nicht hier ein Verkehrsverbot machen oder sowas? Verbot für starken Verkehr. Förderung des Fahrradfahrens. Fahrradbahn auf Gehsteigen, nicht mit mir. Okay, Altstadt, Blitzableiter, WIP-Gebiet. Okay. Schöne Dinge, aber irgendwie, ja, ne? Was machen denn hier unsere Bereiche mal gerade? Da haben wir ja einige schon angelegt, ne? Könnte man noch mehr machen? Oder wie sieht das aus? Oh, da sind sogar zwei Flieger gerade. Zip. Hätten wir einen größeren Kringel nehmen können, ne? So geht's aber, kriegen wir auch hin, ne? Machen wir bis dahin. Den Flughafen nehmen wir auch mit rein. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Reke-Zügel ist das jetzt. Super. So, und was machen wir daraus? Rheinindustrie, Erzindustrie. Und da. Spezialisierung, Tourismus, Spezialisierung, Freizeit. Okay. Bringt uns also nichts hier im Prinzip. Stadtviertel löschen. Ja. Jetzt haben wir ein Stadtviertel mehr, aber nicht so wirklich, was wir da jetzt machen können. Ja. Oder kann man jetzt nochmal, warte mal. Okay. Reke-Zügel lassen wir so. Aber da passiert jetzt gerade nichts. Jetzt können wir noch doch hier. Das kann man ja auch hier machen, ne? Aha. Wieso ist denn jetzt da alles grün geworden so? Was war jetzt das Gimmick? Keine Ahnung, was da jetzt gut war oder schlecht war. Das war jetzt aber krass. Kam irgendwo von hier, ne, oder? Kann das sein? Gab's kurzfristig einen Stromausfall oder so? Weiß keiner, ne? Naja, ist aber so. Was machen denn unsere Flieger nochmal? Keiner da? Doch, da. 13 Passagiere kommen da gerade an und die Woche waren 180 da. Nochmal ins Budget. War hier, ne? Ja. Die Seilbahn bringt nichts. Und der fliegt gerade weg und der startet durch. Alles klar, ne? Geht dann nicht, okay. Ja, Monorail bringt nichts, Flughafen auch teuer, Schiffe bringen auch nicht wirklich was, U-Bahn ist am nächsten dran, macht aber gerade auch wieder miese, jetzt wird's gerade besser. Was haben wir denn, 23.11. Nächster Tag läuft dann oder wie ist das? Nicht so wirklich.
Werbegebiete haben 4.429 Einnahmen, Nahverkehr 3.000 Einnahmen, super, oder? Straßenzölle. Ja. Stufe 3 Industrie haben wir ganz viel. Das sind die Einnahmen, ne? Landwirtschaft, Wald, Erz und Öl, da fehlt es noch irgendwie. Und Büros sind Stufe 2 am meisten. Einnahmen von Gewerbegebieten. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier so viel gibt, aber da gibt es richtig Kohle. Ja, 214.000 kommen von den Bewohnern, nur 45.000 von der Industrie und, nee, vom Gewerbe. Und was haben wir hier für eine Anzeige? So, da ist die Aufsplittung dann nochmal gegeben, ne? Interessant, ja, 1, 2, 3. Wir haben weder an den Parks noch Geld, verdienen wir noch an den anderen Dingen. Hier zeigt er jetzt schwarze Zahlen an, das ist aber alles keine schwarzen Zahlen. Oder? Einnahmen, Ausgaben. Nee. Alles Verluste. Ja, das muss irgendwie noch optimiert werden. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und wie, das ist jetzt die Frage, ne? Eigentlich müsste man gucken, dass man, ja, wie kann man das machen? Ich hätte jetzt gerne Straßen, wo keiner fahren darf. So in der City. Fußgängerzonenmäßig oder sowas. Hier jetzt. Wo der Kommerz ist. Kann man da nicht mal ein paar Straßen zumachen? Könnten zum Beispiel die Straßenbahn da fahren lassen, ohne dass da Autos fahren dürfen, ne? So kriegst du dann vielleicht auch raus, ne? Den Verkehr. Ja. Gute Frage, ne? Was ist das hier ein Zeichen daran, ne? Kaffeebohnen, okay. Oh, da brennt ein Haus. Ich dachte, das wäre der Bahnhof. Ja, okay, unser internationaler Flughafen funktioniert erstmal. Wir wollten natürlich eigentlich noch gucken, dass wir einen anderen kriegen. Den können wir uns aber auch nochmal überlegen, wenn wir den bauen. Hier sind 129 Fahrgäste die Woche oder Fluggäste. Und wir wollten hier noch einen machen. Und das war ja ein bisschen schlecht von der Möglichkeit. Guck mal, Tourismus können wir auch nochmal anklicken, aber das ist ja jetzt auch nicht unser Ding, ne? Hat man nicht hier Höhenlinie irgendwo? Funkabdeckung. Fluchtwege. Heizung. Geländehöhen. So, dann müssen wir diese Geländehöhen uns nochmal genauer angucken. Und schauen, dass wir das irgendwo gerade ziehen, ne? Oder wir finden noch eine Fläche, wo man dann besser fliegen könnte, ne? Also, hier ist ja klar. Eigentlich müssten wir jetzt hier auf dieser Seite irgendwo das machen. Könnte man hier einen Flugplatz installieren? Gute Frage, ne? So einen internen, ne? Ich würde jetzt gerne den Flughafen drehen. Was dann wieder äußerst schwer ist. Ich kann die Karte drehen, aber ich kann nicht den Flughafen drehen. Hat ja auch wieder keine Straße oder sowas. Das ist ja das nächste, ne? So. Jetzt habe ich es aber so weit gemacht. Nehmen wir mal andersrum. Da wird er nicht hingehen.
Aber so kriegen auch jetzt gerade nicht dahin. So wird's gehen und ich könnte ihn vielleicht. Na, gefällt er zu Stahl. Ort ist bereits belegt. Kriege ich ihn anders hin? Quelle ist zu Stahl. Schön wäre es, wenn es geht, ne? Aber es geht nicht. Das bedeutet, da funktioniert es nicht. Da ist außerhalb. Da geht's auch nicht. Da ist außerhalb. Gefälle ist zu Stahl. Ja, leider, leider, leider kann ich den nirgendwo bauen, ne? Ich finde schon krass, dass da steht, Gefälle ist zu Stahl. Aber wir können das ja auch anders machen, ne? Irgendwo wird es doch hier so ein Tool geben, wo man baggern kann, ne? Und dann müssen wir das halt machen. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und zwar unter der Bedingung, nein, Quatsch. Wäre schön, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet und ein Abo habt ihr bestimmt auch schon. Und dann können wir uns das zusammen nochmal angucken. Und ich würde sagen, wo waren wir denn vorhin mit dem Flugplatz dahin bauen? Hier, ne? Versuchen wir doch mal nächstes Mal hier ein bisschen was zu basteln, dass wir das vielleicht hinkriegen, dass wir den hier platzieren können, oder? Das hier ist Gelände einebnen. Oh, das war falsch. So muss man mal gucken, wie man das so hinkriegt, ne? Hier nochmal klicken und vielleicht da nochmal klicken. Und hier und da. Wäre schön, wenn man die Linie ein bisschen besser sehen würde, ne? Schütten wir alles auf. Ja, da geht wahrscheinlich, weil wir da den tollen Masten haben, ne? Und wenn ich jetzt rechts klicke, geht's runter oder wie ist das? Ja. Kriegen wir das hier so weg? Ja, wir sind schon wieder auf einem Weg, ne, wo ich sagen würde, das muss ja jetzt gar nicht sein, ne? Wir wollten ja eigentlich jetzt erstmal aufhören. Gut, okay. Dann kümmern wir uns nächstes Mal darum, dass wir hier einen Flughafen platziert kriegen. Und recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.